Willkommen zu meiner Pickup-Ausgabe Januar, Dezember, November, so in den Dreh. Ich kaufe nicht so viel wie Kevin, dass ich sage, ich kann jeden Monat ein Pickup machen, aber es hat sich trotzdem was zusammengesammelt und das zeige ich euch heute. Fangen wir mit etwas Retro an, und zwar Game Boy Color. Und zwar habe ich hier einmal Quest for Camelot. Es ist ein Zelda-Like-Game, kann man so grobes sagen. Ist ein schwarzes Modul, heißt, es geht auch für den normalen Game Boy. Ich hatte es damals als Kind gehabt, wusste aber lange Zeit nicht mehr, wie es hieß. Bis ich vor einigen Tagen, das ist schon mittlerweile länger her, auf Discord in einem Tauschforum das Spiel gesehen habe und dachte ich so, oh ja, so hieß das. Und es ist wirklich nicht teuer. 5 Euro ist okay. Also ich habe es auch nur aus Nostalgiegründen. Ansonsten würde ich es so pauschal erstmal nicht empfehlen. Das nächste Spiel, was ich habe, ist sehr bekannt, sehr beliebt und ich glaube, eins der besten Gamer-Spiele überhaupt. Und zwar ist die Rede von Metroid 2. Halt, verstecken, jetzt Kamera, scharf, genau. Metroid's Return of Samus ist sehr beliebt. Ich wollte es eigentlich mal nachholen. Ich denke, ich werde es trotzdem eher für ein 3DS spielen, weil das Remake sozusagen ja doch einiges besser aussieht als der Teil. Schade an dem Spiel ist halt leider, dass das Cover, das kann ich ja mal zeigen, ich weiß nicht, ob ich das auf der Kamera raufbekomme, von dem Modul, na, man sieht es vielleicht oben in der Ecke. Ist es halt leicht gelöst. Also ist halt der Kleber leider schon etwas lose. Schade drum. Trotzdem freue ich mich, dass ich das für einen relativ schmalen Taler mit in meiner Sammlung aufnehmen kann. Als nächstes kommt ein 3DS-Spiel. Und zwar auch nur um zu vervollständigen, wobei ich es eigentlich vielleicht noch mal spielen wollte. Jetzt, in letzter Zeit habe ich doch wieder Lust. Und zwar ist die Rede von Pokémon Alpha Saphir. Ich habe Omega Rubin mir damals gekauft. Und das fehlte mir jetzt noch. Ein wirklich grandioses Spiel. Ich würde behaupten, so komplett, wenn man alles betrachtet, so von Mechanics und Spielwelt und Aufmachung, Story, ist das wirklich der beste Teil der ganzen Pokémon-Serie. Da lege ich mich eigentlich drauf fest. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das nächste Spiel ist relativ einfach zu bekommen, aber nicht für den Preis. Und auch wenn es nicht ganz vollständig ist, bin ich trotzdem ganz froh, es zu haben. Und zwar Pokémon Heart Gold. Es ist ohne Pokéwalker, das muss man klar sagen, weil die Dinger sind wirklich arschselten. Aber was ich bekommen habe für den normalen Standardpreis, der so auf dem Markt bezahlt wird, ist die Verpackung dazu. Ist auch noch relativ in Ordnung erhalten. Das Innenleben fehlt leider. Aber so zum Hinstellen finde ich es echt genial, weil sie ist wirklich sehr, sehr schön. Sieht man auch nicht alle Tage. Kommen wir mal vom Handheld weg und gehen wir mal zur Hybridkonsole, Nintendo Switch. Und das erste Spiel, was ich habe, ist relativ neu, ist erst Stand jetzt, also wo ich das aufnehme, vor 3 Tagen angekommen. Und zwar Mario 3D World mit Bowser's Fury. Ich habe den ursprünglichen Teil nicht gespielt von der Wii U. Deswegen war ich echt begeistert, dass das Spiel doch noch gekommen ist für die Switch. Ich habe jetzt so die ersten 3 Welten, auch alles auf 100%. Ist relativ einfach, Stand jetzt. Zu Bowser's Fury kann ich nicht viel sagen, soll so in 5 Stunden durch sein. Ja, ich denke mal, alle, die es damals verpasst haben, können zugreifen. Die anderen sollten auf den Preisrabatt warten. Wobei, Nintendo-Spiel und Preisrabatt, seien wir ehrlich, wird nie passieren. Kommen wir zu einem Spiel, was eigentlich idiotisch ist, dass ich das besitze. Und zwar Super Mario 3D All-Star Collection. Warum sage ich bescheuert? Klar, es ist ein gutes Spiel und man muss sich natürlich nun streiten, ist der Preis, ich glaube 60 Euro, gerechtfertigt für 3 Remakes sozusagen. Vergleichen wir es mit dem, ist es halt 1 für 60, ne? Die Portierungen sind teilweise, hätte man sie besser machen können. Ich habe es auch nur, warum auch Nintendo, ja, Nintendo hat es halt gemacht, man kann es nur bis März kaufen und das ist der Grund, warum ich es besitze. Normalerweise würde mich Super Mario Galaxy sehr interessieren. Ich habe es nur leider vor 2 Jahren oder so nochmal durchgespielt, deswegen interessiert es mich nicht ganz so. Super Mario Sunshine ist nicht gerade mein Lieblingsspiel. Ja, und Super Mario 64, seien wir ehrlich, kann ich besser spielen als auf der Switch, meines Erachtens nach. Und somit, ja, interessiert mich keins der Spiele momentan. Ich behalte es trotzdem, vor allen Dingen ist es noch original verpackt, wie man es sieht.
Hat das einen Wert in Zukunft? Weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Hat man damals von NES-Spielen und Super Nintendo-Spielen auch nicht gedacht und guckt, wo die jetzt teilweise sind. Ja, ich behalte es, wenn ich irgendwann Bock habe, Super Mario Galaxy nochmal zu spielen, werde ich es wahrscheinlich aufmachen. Aber Stand jetzt bleibt es so und dann ist gut. Das nächste Spiel, was ich habe, ist auch für Switch und ist auch noch geöffnet. Aus einem speziellen Grund. Und zwar ist erstmal die Rede von Grandia HD Collection. Und zwar ist es die Limited Run Edition. Das Spiel ist ursprünglich nur im Store rausgekommen. Aber ja, es gab eine kleine Auflage davon. Und es ist gar nicht mal so günstig. Also ich habe mich das erste Mal hinreißen lassen, ein Limited Run Game zu kaufen. Ist wirklich teuer. Ich habe es halt auf Konsole als Download. Das heißt, wenn ich es spielen will, spiele ich es da. Trotzdem wollte ich es in meiner Sammlung haben, einfach weil ich finde, dass Grandia eins der besten JRPGs überhaupt ist. Von der Optik kann man sich natürlich drüber streiten, ob das jetzt nun was für jeden ist, klar, aber ich find's cool. Die Story ist halt auch 0815. Teil 2 interessiert mich gar nicht mal so sehr, ehrlich gesagt. Vielleicht spiel ich's nochmal durch. Ich habe erstmal den ersten Teil angefangen, bin dann aber irgendwie mal, wie immer, halt immer so in Stocken geraten und dann kamen halt wieder andere Spiele und naja. Ich habe es auf alle Fälle nochmal vorzuspielen. Vor allem den zweiten Teil möchte ich nochmal eine Chance geben. Da hatte ich ja erstmal gewartet auf ein paar Patches, weil teilweise Übersetzungsfehler waren. Ich glaube, die sind jetzt auch raus. Aber ja, Grandia HD Collection für Switch. Ein super Sammlungstitel. So, und kommen wir jetzt mal zu etwas Hardware. Und da wackelt der Tisch so ja, weil ich da auf den Tisch haue. Und zwar habe ich mir gekauft eine Xbox One X. Und zwar nicht irgendeine, sondern, Kamera. Die Project Scorpio Edition. Das ist natürlich, ist die selten, ich glaube nicht. Aber ich finde sie optisch gesehen am besten. Normalerweise, diese ganzen Special Editions, die gibt, sind halt so extrem auffällig. So seit jetzt die, die Gears of War, glaube ich, gab es eine Edition. Halo, glaube ich, gab es auch eine Kollektion. Man kennt alles von Halo. Minecraft und alles, aber ich glaube, Minecraft war die One S. Ist auch egal, zumindest finde ich die hier sehr unauffällig und dezent. Das finde ich halt so cool an dieser Konsole. Ich habe die Konsole ohne UVP und ohne originalen Controller leider gekauft, aber sie war für den Preis relativ in Ordnung. Hab noch zwei Spiele bekommen, die gar nicht abgemacht waren, also auch völlig verrückt. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir einzeln den Controller dazu bestellt. Wenn die scheiß Kamera mal fokussieren würde. Da. Leider ist hinten, ich glaube, das werde ich nicht, doch da sieht man es, ist es hinten leicht abgeschabt. Also ich weiß nicht, werden die Controller rüberreift mit einem Tischschleifen, so wie früher in der Bar oder wie man Comics in der Bar kennt, mit einem Glas? Keine Ahnung. Wie sowas halt entstehen kann nach so relativ kurzer Zeit, weil sie ist jetzt noch nicht jetzt 20 Jahre alt, die Konsole. Und dazu habe ich auch noch einzeln die OVP gekauft. Die habe ich jetzt nicht hier, die ist im Keller. Einfach aus Sammlungsgründen habe ich jemanden abgekauft. Ich habe nachgefragt bei Kleinanzeigen, ey, wie sieht's aus? Hat einer noch die UVP der Scorpio relativ komplett? Und die war komplett, ist für einen, meines Erachtens nach einen relativ guten Preis. Also ja, ich habe jetzt nicht bei diesem ganzen Paket, wenn man Versandkosten mitrechnet, habe ich jetzt nicht so das Ultraschnäppchen geschlagen. Aber ich bin zufrieden, sie läuft sehr gut, nachdem ich sie modifiziert habe. Da kommen wir jetzt zu. Das Ding war ultra laut. Also für die Konsole, für das bisschen, was ich gespielt habe, war sie wirklich sehr, sehr laut. Und da habe ich mich mal belesen, die Wärmeleitpaste, die trocknet relativ schnell aus. Heißt, ich habe sie ausgetauscht. Habe sie geöffnet, musste denn, ja, also man muss halt alles ausbauen und den Kühler abzukriegen war auch gar nicht so einfach, aber es ging. Habe sie halt mit hochwertiger Wärmeleitpaste für den PC-Bereich ausgetauscht. Die sollte eigentlich nicht austrocknen. Unterschied wie Tag und Nacht, also wirklich. Kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen Ahnung von hat, von so Technikausbau. Man muss jetzt nicht unbedingt löten können, das ist klar. Wir löten ja da nichts, da werden ein paar Stecker abgemacht und wird Wärmeleitpaste ausgetauscht. Also an sich kann man sagen, wer einen Rechner zusammenbauen kann, kann das auch, bin ich der Meinung. Man muss sich halt nur angucken, wie es funktioniert. Und da gibt es genug Videos. Ist halt wirklich, wenn man es weiß, dass das so einfach ist, kann man, glaube ich, ein Schnäppchen da schlagen. Wenn man sagt, ey, Kollege, die ist aber ganz schön laut. Und du weißt es, kannst du es eigentlich relativ easy öffnen. Das Coole ist, ich konnte den Sticker so ja, diesen Garantiesticker so einfach wieder abmachen, dass er wieder dran ist. Also das ist eigentlich ganz cool. Ja, wie gesagt, Xbox One X.
Und natürlich, warum kaufe ich mir eine Xbox One X, wenn es die Xbox Series S und Series X gibt? Man muss extrem überlegen bei diesem verkackten Namen. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist deswegen. Xbox 360 Spiele. Es gibt ja ein paar Handvoll Spiele, die man spielen kann. Unter anderem halt Fable 1, natürlich auch Fable 2 und Fable 3. Wollte ich alle haben. Ich habe Fable 1 schon komplett durchgespielt. Das erste Mal, ich hatte es damals für PC gehabt, bin dann irgendwann wirklich weitergekommen. Na, eigentlich nicht, das ist relativ einfach. Ja, ich habe es halt nie weitergespielt. Super geiles Spiel mal übrigens. Den dritten Teil habe ich damals auch gespielt, kann ich mich an nichts erinnern, da freue ich mich auch schon drauf, den wieder zu spielen. Und Teil 2 wird mein erstes Mal sein, weil ich nie eine Xbox hatte. Ich hatte kurzzeitig eine One, die ich dann aber wieder verkauft habe an Kevin, weil es da dann anfing mit, alle Spiele erscheinen auch für Windows. Und dann war das so, ja, dann brauche ich nicht. Ja, und dann habe ich noch ein paar 360-Titel, und zwar Final Fantasy 13. Viele hassen den Teil, ich finde ihn grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Er ist sehr linear, aber das gefällt mir irgendwie. Man kann sich halt nicht so verrennen in irgendwelche Nebenmissionen und Open World und Nebenquest hier. Und das ist eigentlich ganz geil. Passend dazu natürlich, 13.2 ist auch ganz geil. Ich habe es damals für PS3 gespielt. Der Sprung von letzter Welt zum Endboss fand ich richtig hart. Also das hat mir so ein bisschen die Freude genommen. Ich habe damals mir bloß das Ende auf YouTube angeguckt. Und dann war ich mit dem Spiel fertig, kann mich aber auch nicht so wirklich noch dran erinnern. Also da gucke ich auf alle Fälle rein. Und dann haben wir noch einen Titel, den habe ich einfach nur zum Vervollständigen. Jeder weiß, was ich jetzt meine eigentlich, und zwar Lightning Returns. Ja, ich glaube, das ist eigentlich nicht so geil, ehrlich gesagt. Und die Preise sprechen für sich. Kurioserweise ist es aber so, dass das UVP ist. Also kurioserweise deswegen, weil es hat nur, ich glaube, 14 Euro gekostet. Und wenn man bei Amazon guckt, bezahlt man da über 60 Euro. Klar, das sind Hausnummern, die stimmen nicht. Aber ich fand 14 Euro für ein nicht geöffnetes Spiel, fand ich doch ganz gut. Also das, selbst das Siegel an der Seite ist ja auch zu, also stimmt das definitiv. Ja, ich hab's jetzt erstmal, ich werde es wahrscheinlich mal unverpackt lassen, weil ich hab's auch für einen Rechner spielen, falls ich das wirklich darauf spielen, also wenn ich unbedingt dieses Spiel spielen möchte, spiele ich es wahrscheinlich für einen Rechner. Ja, einfach nur zum Vervollständigen. So, und jetzt kommen wir natürlich noch zu PlayStation, der letzten großen Sparte. Und da müssen wir es mal ein bisschen schneller machen, weil das sind einige. Erstmal Soul Calibur 4. Ich habe die Platinum-Version, ich habe mir einfach bloß die richtige, die normale gekauft. Ich hasse alles, was Platin und Special Edition. Brauche ich nicht. Einfach mal geupgradet. Dann das nächste. Wollte ich unbedingt mal spielen. Ich fand es ultra geil, dass das Spiel eigentlich auf Deutsch rauskommt. Persona 5 Royal. Viele sagen, dass das Royal nochmal deutlich besser ist, weil da irgendwas geändert worden ist. Alleine weil es deutsch ist, musste ich es haben. Und ich habe es für einen relativ günstigen Preis. Bei Amazon gab es irgendwie mal so eine Rabattaktion für Asia Games. Habe ich einfach mal zugeschlagen. Jetzt kommen wir noch zu was. Ja, ich mag die Reihe. Ich wollte sie eigentlich mal alle spielen, vor allen Dingen mal wieder spielen. Und ja, einfach aus Sammlungsgründen. Erstmal Devil May Cry habe ich mir übrigens zum dritten Mal gekauft. Erst für PS3, dann für PC, jetzt noch für PS4. Dann Devil May Cry 4 Special Edition. Das ist die japanische Version, weil es die bei uns gar nicht auf Disc gab. Hat aber deutsche Titel. Kurioserweise wird trotzdem Kreis für Bestätigen genutzt. Ne? Muss man sich erstmal dran umgewöhnen, weil in Japan ist es halt so. Dann natürlich DMC, Devil May Cry. Viele mögen es nicht so wirklich. Ich fand es damals eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, es gab ein DLC dazu mit Virgil's Dawnfall. War eigentlich auch recht lustig, hätte ich so gemeint. Ja, warum nicht, ne? Und natürlich, das kommt halt nach, Devil May Cry 5 für die PS5. Hat ja einen 120-Hertz-Modus, habe ich jetzt nicht so den Unterschied gesehen. Wahrscheinlich, weil es auch nicht 120 Hertz erreicht. Aber ich wollte es eigentlich mal spielen und gerade mit Virgil und so. Ja doch, das hört sich eigentlich ganz interessant an. Zumindest, ich wollte mir mal die Devil May Cry-Teile alle geben, aber wie es so häufig ist, keine Zeit. Und das letzte Spiel, was ich habe, kurz und knackig. Ich dachte erst so, warum ist das so günstig? Dann habe ich geguckt, normaler Preis. Dann habe ich es eingelegt, dachte ich so, ach, deswegen. Und zwar ist Final Fantasy 8, kurz nach 10, remastered. Finde ich cool, dass das als CD rauskommt und dass es nicht mal wirklich teurer ist. Was meinte ich damit kurz, als ich sagte, ich jetzt verstehe es? Also die Optimierung ist
Klar, sie ist vorhanden, aber dass man da so einen schwarzen Rahmen drum hat und seinen Fernseher nicht voll nutzen kann. Warum? Also bitte, Leute, das ist doch heutzutage, das kann doch nicht so schwer sein. So einen Rahmen da irgendwie wegzumachen, nur weil die PS1 das damals hatte. Klar, okay. Aber hier, das muss wirklich nicht sein. Naja, man muss dazu sagen, 20 €, hätte man wahrscheinlich auch günstiger bekommen. Ich habe es halt neu aus Real mitgenommen. Ja, wie gesagt, Final Fantasy kann man eigentlich immer kaufen. Ja, das waren sie, meine Spiele im Dezember, Januar, Februar, ich glaube vielleicht sogar November. Ich habe jetzt keine Liste geschrieben, wann ich alles gekauft habe. Die Xbox kam ja alles mit einem Mal, also auch die ganzen 360-Spiele, die waren dann so innerhalb von 2 Wochen alles da, genau wie Devil May Cry. Gut, da kam der Japan-Import, der hat ein bisschen gedauert, aber die habe ich mir auch alle ziemlich zeitgleich geholt. Deswegen, ich werde nicht jedes Monat, so wie Kevin zum Beispiel, ein Video machen, das schaffe ich nicht. Also, dann zeige ich euch 3 Spiele und das wollt ihr auch nicht. Aber ich denke mal, ihr habt einen kurzen Querschnitt gesehen, so was mein Sammlungsinteressenbereich ist. Ich werde ab jetzt mal ein bisschen aufschreiben, was ich alles so gesammelt habe. Und wenn ich dann sehe, so, oh ja, jetzt haben wir so 10, 15 Spiele, dann werde ich wieder ein Video machen. Dann wird es wahrscheinlich auch etwas kürzer. Oder aber natürlich, wenn ich irgendwelche speziellen Sachen bekomme, wie zum Beispiel diese Xbox. Ich finde diese Geschichte dahinter, wie ich das alles zusammengesammelt habe und gerade mit dem Ausbauen, doch recht interessant. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dran. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dein Gaumen.